Hallo, im letzten Video haben wir Zahlen in Excel gehabt, die wir dann mit der Funktion Text umgewandelt haben, damit sie im Serienbrief richtig dargestellt werden. Und die Funktion Text ist ja relativ einfach. Da muss man nur die Zelle wählen, in dem die Zahl steht, und dann muss man ein entsprechendes Format eingeben. Also hier zum Beispiel eine Zahl mit zwei Kommastellen, hier zum Beispiel ein Datum mit TTMMJJJ und hier zum Beispiel den Wochentag mit vier Ts. In dieses Video zeige ich weitere Möglichkeiten, was man hier zwischen den Gänsefüßle eingeben kann. Und da habe ich hier eine Tabelle aufgestellt, die werde ich dann auch unten in der Beschreibung vom Video stellen. Und da sieht man alle möglichen Sachen, die man zwischen diesen Gänsenfüßen eingeben kann und dann das entsprechende Resultat. Man sieht hier zum Beispiel die 0 ist ein Platzhalter für Zahlen. Und die 0 hat einen Nebeneffekt, dass wenn keine Zahl dasteht, entsteht eine 0. Also hier zum Beispiel die 6, man hat hier zwei Nuller. Das heißt, die 6 ist nur eine Zahl, da kommt hier eine führende 0. Während bei der 12 ist es ganz, oder hier bei dieser großen Zahl auch ganz normal dargestellt wird. 0,0, 0,00, das wissen wir, welche Effekte die haben. Das sind die Anzahl der Kommastellen. Größere Zahlen nimmt man man setzt so einen Tausender-Trenner. Dieser Tausender-Trenner gilt auch für Millionen, für Milliarden. Also man muss nicht dann ein siebenstelliges Format erstellen. Dieses Format langt für alle Zahlen größer als 1000. Allerdings hat dieses Format ein Manko, nämlich wenn ich eine kleine Zahl habe, kommen dann lauter führende Nuller. Deswegen der zweite Platzhalter für Zahlen ist die Raute. Der Effekt von Raute ist so, dass wenn keine Zahl dasteht, kommt gar nichts. Und das sieht man hier bei 0, ich würde hier eine 0,12 stehen, bei Raute steht dann nur 0,12. Auch sehr unattraktiv. Deswegen das definitive oder ultimative Zahlenformat ist dann dieses Format. Und das ist dann, man hat Rauten überall bis auf die letzte Stelle vor dem Komma, weil da will man eine führende 0. Und dann nach dem Komma lauter Nuller. Und so kann man das sich merken. Rauten überall bis auf der letzten Stelle vor dem Komma. Und dann nach dem Komma kommen lauter Nuller. Und noch was will ich erwähnen: diesen Tausender Trenner, man kann hier auch einen Punkt setzen und man kann auch ein Leer machen, ist egal. Ja? So, Hauptsache ist, man trennt jede drei Schritte, ist dann eine Art Trennung, entweder sei ein Punkt, allerdings kein Komma, weil Komma ist dezimal in dem Fall, ein Punkt oder ein Leer oder was immer. Und wäre das dann auch, dass man so die Zahlen besser lesen kann. Um das geht's. Bei Datum. Auch wieder ganz, ganz einfach. Man hat dann T, M und J. Zwei Ts bzw. zwei Ms erzeugen eine führende 0 bei Tage bzw. Monate kleiner als 10. Bei J hat man zwei Optionen. Zwei J ist es nur das Jahr. Bei 4 J Jahr und Jahrhundert. Okay? Und dann hat man hier drei Ts bzw. drei Ms. Sind es die Wochentage bzw. Monate in Kurzform. Während 4 Ts oder 4 Ms sind es dann die Wochentage also voll ausgeschrieben, beziehungsweise die Monate voll ausgeschrieben. Man sieht hier ein Musterdatum. 3 Ts heißt Wochentag kurz vor. 2 Ts heißt Datum mit führende 0. 3 Ms heißt Monat in Kurzform. Und 2 J heißt Jahr, also nur die letzten zwei Zahlen. Okay? Uhrzeiten sind auch relativ klar. Man hat H, M und S für jeweils Stunden, Minuten und Sekunden. Und Doppel H, Doppel M bringen, oder beziehungsweise Doppel S bringen dann diese führende 0. Ein H, ein M, ein S, keine führende 0. Der Unterschied zwischen Uhrzeiten und Zeitspannen ist, Uhrzeiten, also zum Beispiel Stunden, gehen bis zu 23 und dann es gibt keine 25 Uhr, also es geht nur bis 23:59 Uhr und dann fängt es von 0 auf. Deswegen, wenn man aber über Stunden redet, also wie viele Stunden habe ich gearbeitet? Ich habe 53 Stunden gearbeitet, da redet man hier über Zeitspannen. Und Zeitspannen brauchen so eine Klammer, weil ohne diese Klammer kann man keine Stunden darstellen mehr als 23. Und um Stunden darzustellen, die größer als 23 sind,
macht man H-Klammer. Ja, das ist dann der Unterschied zwischen Uhrzeit, also eine Uhrzeit ist, wie viel Uhr kam ich? Ich kam um 6.13 Uhr. Wie viele Stunden habe ich gearbeitet? 54 Stunden. Um diese 54 darzustellen, macht man Klammern. Genauso ist es bei M. Wenn ich jetzt diese Zeit in Minuten darstellen will, mache ich halt das Format in M-Klammer. Das heißt, dann kommt dann das da. Ohne die Klammern würde zum Beispiel, nehmen wir an, ich will jetzt 67 Minuten darstellen. Ohne, wenn ich nur M mache, wird dann 7 stehen, weil das geht bis 59, dann geht es wieder auf 0 und dann die 7, die restliche 7, die wird dann dargestellt, anstatt 67. Okay, deswegen M Klammer. Man kann auch M Klammer SS, das heißt die Minute und Sekunden. Und wenn man nur Sekunden darstellen will, ist genauso S in Klammer. Prozente sind ähnlich wie Zahlen. Prozente und Bruchrechnungen sind ähnlich wie Zahlen. Man sieht hier mit Rauten und Nuller. Unterschied ist, hier hat man Prozentzeichen und hier ein Schrägstrich für die für den Bruch. Eine Sache hier macht man leer, wenn man Zahlen größer als 1, also man sieht hier zum Beispiel 9 Hälften, das ist dieses Format hier, 9 Hälften, und mit diesem Format Raute leer und dann der Bruch, das heißt 4, also das ist die ganze Zahl und der Rest ist dann in, der Bruchteil ist dann so dargestellt. Wissenschaftliche Zahlen sind Zahlen, also extrem große oder extrem kleine Zahlen. Da schreibt man die meistens mit entweder 0,0 oder 0,00 und das zeigt, dass diese Zahl 11 Nuller hat, während diese Zahl zeigt, dass sie also 9 Nuller vor der 1 hat. Ja, also das heißt, also 0, und dann 9 Nuller und dann 1, 2. Das sind extrem kleine Zahlen, das sieht man als Minus, und E plus 11, das sind extrem große Zahlen. Okay, und dann hat man noch diese Sonderformate wie Bankleitzahlen, dann hat man so 3 Nuller leer, 3 Nuller leer und so weiter, und dann kann man so die Zahlen darstellen. Das sind so diese Formatmöglichkeiten, die man in Excel mit der Funktion Text verwenden kann, damit man seine Zahlen effektiv für Serienbriefe darstellen kann. Und die Tabelle ist dann unten in der Beschreibung vom Video.